Herzlich willkommen zurück zu Ark Survive Evolved mit Alresu. Ich bin Alresu und habe immer noch niedrige FPS. Ich habe die Grafik wieder ein bisschen runtergestellt. Also ein bisschen runtergestellt ist gut. Ich habe eine Option ausgeschaltet, von der ich gar nicht wusste, dass sie an war, weil ich die bisher nie gesehen habe. Ich glaube, die wurde reingepatcht. Was ich in dieser Folge mache, ist mir gerade gänzlich unbekannt. Moment, lasst mal nachgucken. Wir sind fast überladen. Wir haben Pfeile und wir haben einen Bogen. Vielleicht ist es an der Zeit herauszufinden, wie man Pfeil und Bogen benutzt. Nummer 1. Wie sorge ich dafür, dass der Pfeil auch immer bei den... Moment. Ich möchte herausfinden, wie ich dafür sorge, dass der Pfeil auch wirklich... Ah ja, okay. Dass der Pfeil auch wirklich ein Steinpfeil ist, den ich abschieße. So, ich kann also den Pfeil auf den Bogen ziehen hier. Dann habe ich das richtig. Jetzt brauche ich bloß noch ein Ziel. Ich brauche ein Fiomia. Ist jetzt ein bisschen grausam, dass ich tatsächlich mir ein lebendes Ziel aussuche. Aber ich brauche ein Fiomia, weil ich auch ein Fiomia dann mit Tranquilizer-Pfeilen zähmen möchte. So, natürlich nicht nur mit den Pfeilen. Ich will auch noch ein paar Beeren dann benutzen. Ich glaube nämlich nicht, dass es wirklich gut zähmbar ist, wenn ich es dann mit Pfeilen füttere. Obwohl, man weiß es nicht. Man kann es ja versuchen. Da hinten ist ein Dilo. Kann man auch zähmen. Habe ich so genug Fleisch für ein Dilo bei? Könnte reichen. Unser letzter Dilo ist ja nicht in dem Sinne gestorben, sondern irrt noch auf dem Meer herum. Oh, das kämpft gegen eine Libelle. Hey, warum mich? Mal ehrlich, was soll das? Ihr habt gerade gegeneinander gekämpft. Ich habe euch nichts getan, euch beiden nicht. Gut, dir wollte ich was tun. Du bist einigermaßen entschuldigt, aber... Die Libelle? So wirklich. So, dann schauen wir mal. Hier, nimm. Das kannst du auch schon mal nehmen. Jetzt weiß ich wieder, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte eigentlich mir ein bisschen Steine zusammensuchen für... So, für einen Mörser und... einen Stößel, um mir Narkotika herzustellen. Aber das muss jetzt dann eben warten. Oh, weitere Narkobären, sehr gut. Hammerbären, okay. Brauche ich ja auch, wenn ich mir ein Fiomia bald zähmen möchte. Also das hier ist jetzt eigentlich, sollte jetzt eigentlich eher eine Schusstrainingsfolge werden. Ja. Effektivität ist nicht so hoch. Ich habe gehört, die Effektivität wird höher, je weniger die verletzt sind. Deswegen wäre es jetzt ganz gut, wenn es nicht verletzt wäre. S, warum sage ich heute da und S? Das ist viel rassistischer, als ich eigentlich sein möchte. Ein Weibchen wieder. Immer sind es Weibchen, die ich versuche zu zähmen. Ich weiß nicht warum. Das jetzt ist sexistischer, als ich sein möchte. Ich bin heute eine ganze Menge ungewollt. Das ohne Unge zu sein. Ich habe ewig gebraucht, um herauszufinden, warum der Kerl seine... dass der Kerl tatsächlich Unge heißt. Der die Kanäle Unge spielt und Unge filmt hat. Ich dachte, der mag das einfach bloß das Unge irgendwas zu nennen. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich Unge heißt. Oder ob das nur sein Künstlername ist. Den er sich vielleicht tatsächlich wegen diesen Kanälen gemacht hat. Okay, Planänderung. Ich meine, ich habe eine ganze Menge Tranquilizer-Pfeile, ne? Das sind schließlich 13. Ich bin sicher, ich werde treffen. Also zumindest der erste Schuss wird leicht. Hoppala. Gut, ich ziele... getroffen.
getroffen. Daneben. Moment, nicht wegrennen. Das ist unfair. Da hinten habe ich gerade den Schwanz noch wegrennen sehen. Den Rest des Tieres nicht. Aha, ich hab dich. Warte, renn nicht zu schnell. Ah, na klasse. Nutzt Piranha, um wegzukommen. Piranhas, um wegzukommen. Okay, ich sehe dich. Warte. Genau da stehen bleiben. Und... mich getroffen? Oh, offenbar. So, Piranhas, deswegen vorsichtig sein. Und noch mehr Piranhas. Aha, ich habe gewonnen. Und jetzt ist er weg. Schade, ich hätte das Fleisch gerne gehabt. So, ich hoffe, dass der hier jetzt nicht wegstirbt, weil er unter Wasser ist. Auf jeden Fall bekommt er jetzt Beeren. Sowohl die Narkobären, als auch alles andere an Bären, das ich habe. Da, dort und hier. So. Schritt Nummer 1. Wir holen uns die Narkobären von dem Dilo zurück. Von der Dilo. Denn Narkobären sind gerade das, von dem ich keine Garantie habe, dass ich sie kriege. Die ganzen anderen Bären sind ziemlich leicht zu erwischen. Aber wenn mir der Parasaurus hier aufwacht, ist doof. Da habe ich es endlich geschafft. Mit 3 Fällen, glaube ich, ne? Wie viele hatte ich am Anfang? Ich glaube 13, das heißt ein bisschen mehr. Na klasse. Jetzt verhungere ich. Ich will nicht verhungern. Dann essen wir einfach mal ein bisschen rohes Fleisch. Ich habe eh nicht vor, jetzt zu kämpfen, deswegen ist es in Ordnung, wenn ein bisschen Gesundheit weggeht. Schnell. Ist ja nicht so, dass nämlich der Kampf gegen die Piranhas gerade schon beinahe umgebracht hätte. Und ich finde den Weg nicht mehr. Okay, da ich ja froh sein kann, wenn ich sowas wie den Fluss hier finde, bleibe ich doch lieber in der Nähe. So, ich suche ein Paar, der hier irgendwo liegt. Im Wasser. Ertrinkend. Hier unten kann ich mit eh nicht einfach Zeug auframmeln. Oh, verdammt nochmal. Okay. Hier haben wir meinen Parasaurus. Gut. Verzeihung. So, erstmal isst doch mal ein bisschen was hier bisher. Und dann habe ich dir noch ein paar Beeren mitgebracht. So. Dann den Speer stecken wir mal weg. Kann ich hier, nee, Schilf kann ich nicht aufheben. Ich hoffe, dass ich den Stein dort wegmachen kann. Jetzt verhungere ich schon wieder. Nicht schön. Dann müssen wir uns das Essen hier teilen, leider. Also leider, weil ich auch was abbekommen muss. Ist in dem Falle jetzt nicht so günstig.
nicht günstig ist tatsächlich, dass ich die Narkobären jetzt verloren habe. So. Okay. Hier ist unser Paarer. Level 10, bewusstlos. Und. Okay, ich kann den Stein kaputt machen. Das ist jetzt natürlich nicht gut, weil. Also das Hauen ist nicht gut, weil damit auch ich dann gleich wieder mehr essen muss. Und das Essen muss ich mir eigentlich teilen. So, damit haben wir das. Noch mehr Narkobären. Hier ist mal. Und ein paar andere Bären. Aber wenn ich das schaffe, dann habe ich endlich mein primäres Ziel erreicht. Also, dann habe ich einen Dino, auf dem ich reiten kann. Sattel habe ich ja durch Early Access und Privilegien und so. Also, den Sattel, den man eben bekommt, wenn man Early Access kauft. Habt ihr übrigens noch Gelegenheit, das Spiel ist noch sehr early im Access. Also sehr early will ich jetzt auch nicht sagen. Das klingt jetzt so abfällig. Dabei ist das Spiel ja schon ziemlich gut. Bloß eben noch nicht optimiert. Aber ansonsten ziemlich gut. So. Ich habe ja gar nichts für dich. Ach doch, hier habe ich einen. Packen wir sicherheitshalber auch schon mal bereit, ne? Ich meine, es wäre schöner, wenn ich keine Narkotika verwenden müsste, einfach weil die so teuer sind. Ich meine, obwohl, die brauchen auch nur drei. Drei. Jetzt geh doch mal aus dem Weg. Drei Narkobären und ein bisschen verfaultes Fleisch und das hat man gewöhnlich dann eh so rumzuliegen. Fünf Narkobären. Ich habe drei gesagt, ne? Ich meine fünf. Sammeln, 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 sammeln. Das wird jetzt wieder eine Sammelfolge dadurch natürlich. Aber vielleicht haben wir dadurch dann in der nächsten Folge die Reitfolge. Bei der ich umherreite und mich ärgere, weil das wahrscheinlich mein Computer vollkommen überlasten wird. Aber wenn ich nicht reiten kann, dann werde ich wahrscheinlich auch, nachdem ich das Haus zu Ende gebaut habe, erstmal wirklich eine Pause einlegen. Ich habe es ja schon mehrmals angedroht. So angedroht in Anführungszeichen. Aber wenn ich mich dann wirklich nicht bewegen kann mit dem Dinosaurier, nun mal, das Reiten auf einem Dinosaurier ist nun mal einer der großen Punkte, warum ich mir das Spiel geholt habe, dann will ich das auch können. Wo liegt jetzt mein Ara? 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 Ach da. Versteckt sich hier so ein bisschen. Oh oh, der isst die Tintobeeren gar nicht, ne? Ich bin nicht sicher. Ist der? Doch, der isst die. Okay. Und ich esse die am besten auch mal. Wo ist denn meine neue Taste? Ist gerade dunkel. Ja, jetzt können sich natürlich die meisten denken, ja. Wenn es dunkel ist, weiß er ja nicht mal, wo seine Tasten sind. Aber versucht ihr mal zwischen der 9, 0 und der 8 zu unterscheiden, ohne sie zu sehen. Während da die eine Hand auf WASD die ganze Zeit habt, die andere auf der Maus. Während wirklich gar nichts zu... Gut, ihr habt wahrscheinlich gar nichts dazu zu sagen gehabt jetzt. Okay, versuchen wir mal was. Mal sehen, ob er die ist. Das wäre ziemlich gut. Entweder das oder Taming geht gleich wieder ziemlich runter. Das wäre nicht schön. Na los. Ne, er isst die. Sehr gut. Davon habe ich nämlich viel zu viele, weil ich die ja nicht esse. Obwohl ich nicht weiß, ob ich die vielleicht essen könnte. Da steht immer nur, ist nicht nahrhaft. Also ist nicht lecker. Tasty ist ja lecker. Und was nicht lecker ist, das esse ich nicht. Greifst du mich an? Nee, okay. Ich habe immer noch nicht durchschaut, wann die angreifen und wann nicht.
Eben hat sie angegriffen, obwohl ich definitiv keine Aggro hätte haben dürfen. Das Summen ist immer so bedrohlich. Ich finde Summen immer bedrohlich. Selbst wenn ich genau weiß, dass es nur eine Fliege ist. Ich weiß nicht warum. Wirklich eine ungünstige Position zum Hinfallen hat er sich ausgesucht. Sie. Verdammt. So, wie weit sind wir? Fast bei der Hälfte. Yay. Los, los. Ich brauche ein paar Narkobären. Also mit ein paar meine ich ganz viele. Und zwar jetzt 20 Narkobären in diesem Busch. Schluss. Oh, das war gar kein Busch mehr. Das war nur noch nicht versunkene Textur. Natürlich schlecht für das erwünschte Ergebnis. Ich überlege, ob ich hier auf Speed abschalten sollte. Andererseits wollte ich die Folge gar nicht so lange machen, weil ich eigentlich schon weg müsste. Aber jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben, hier tatsächlich einen Parer zu zähmen und das wollte ich nun mal schon so lange. Hier noch ein paar Bären. Ich glaube nicht, dass er die alle brauchen wird. Sie! Ne, ich habe eben überlegt, den Stein wegzumachen, aber wenn ich den nicht mehr als Markierung habe, dann werde ich die damit nie wiederfinden. So. Vor allen Dingen, wenn wir ja jetzt hier zwei Kreaturen haben, die summen, zum einen die Ameisen und zum anderen die, Libellen. So. Auf Englisch heißt die Dragonfly. Das lässt sich natürlich überhaupt nicht mit unserem Wort Libelle vereinbaren. Ich meine, klar, es lässt sich irgendwie vereinbaren, aber es passt überhaupt nicht zusammen. Wie kommt man eigentlich auf Drachenfliege? Ich meine, die hat keine Ähnlichkeit mit weder einem Drachen noch einer Fliege. Die ist einfach nur lang und rund und... Naja. Irgendwer wird sich sicher irgendwas dabei gedacht haben. Und wenn zwar, ha, ich nenne das jetzt die Drachenfliege. Und in ein paar hundert Jahren oder ein paar tausend Jahren werden sich alle fragen, warum hat er die Drachenfliege genannt? Wobei ein paar tausend Jahre wahrscheinlich doch ziemlich weit gefasst ist, weil wie alt ist die englische Sprache? Auch nur vielleicht ein Tausender, oder? Mal sehen, wo hat die englische Sprache ihre Wurzeln? Im Lateinischen natürlich, ähnlich wie das Deutsch. Das Deutsch ist auch nur ein paar Jahrhunderte alt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier irgendwo ein Buch über Linguistik, das ich eigentlich lesen wollte in letzter Zeit, aber dann habe ich mir ein paar Bücher über Rechtswissenschaft ausgeliehen und jetzt habe ich schon wieder meine Interessen gerade verändert. Ungünstig. Aber vielleicht sollte ich mir das mal wieder schnappen. Vielleicht könnt ihr mir das auch beantworten. Wisst ihr, warum die Drachenfliege heißt und wie alt die, das Wort ist, beziehungsweise wie alt die Sprachen Deutsch und Englisch insgesamt eigentlich sind? Möglichst genaue Daten. Wobei das jetzt natürlich auch wieder einfach nicht zu erfüllen ist, falls, naja, Sprachen sind, die entwickeln sich auch über Zeit. Das heißt, man könnte wahrscheinlich irgendwie ermitteln, wann das erste Mal die Sprache Deutsch genannt wurde. Oder Englisch, je nachdem, über welche man jetzt redet. Wie kam ich da überhaupt drauf? Ich habe das Gefühl, es gibt
zwei Wortkombinationen, die ich in dieser Reihe am häufigsten benutze. Das eine ist, oh Gott, die versuche ich mir generell abzugewöhnen. Weil ich glaube nicht an einen einzelnen namenlosen Gott. Ich glaube an diverse Götter, aber die sind alle nicht namenlos. Ich weiß gar nicht, ob ich so offen über Religion reden sollte. Kann man sich viele Feinde machen und ich will ja keine Feinde, ich will ja Abonnenten. Ich habe jetzt 19 übrigens. Danke an alle 19 Abonnenten fürs Abonnieren. Und danke an alle Kommentatoren fürs Kommentieren. Und an alle Liker fürs Liken. Und die drei Leute, die gedisliked haben bisher welche meiner Videos. Ihr seid doof. Wenn ihr was disliked, dann solltet ihr bitte auch kommentieren, warum. Sonst kann man es nicht besser machen. Generell finde ich Kommentieren irgendwie immer doof. Nicht kommentieren. Nein, kommentieren ist gut. Kommentieren ist gut. Ob es jetzt positiv oder negativ ist, ist erstmal gut. Doof ist es, wenn die Leute einem ein Dislike da lassen und nicht sagen, warum. Ich meine, klar, bei manchen Dingen ist es relativ offensichtlich. Wenn es schon tausendmal in den Kommentaren steht, muss man nicht das nochmal extra hinschreiben. Aber zum Beispiel, wenn euch die Stimme nicht gefällt, kann ich nichts dran ändern. Aber wäre trotzdem schön, wenn er das in den Kommentaren eben hinschreibt, damit mir klar wird, was los ist. Weil sonst weiß ich doch nicht, was ich machen soll. Ich bin doch auch Anfänger. Ich mache das jetzt seit, glaube ich, fast einem halben Jahr. 4, 5 Monate oder so. Aber ich sehe mich immer noch definitiv als Anfänger. Ich nehme an, das hält sich so lange, bis man eine bestimmte Anzahl an Abonnenten hat. Wie kam ich da jetzt schon wieder drauf? Ah, stimmt, ich habe über die Dinge geredet, die ich so oft sage. Das eine ist, oh Gott, wie gesagt, und dadurch kam ich auf Religion und... Ja, immerhin kann ich meine Gedanken noch nachvollziehen. Das ist doch schon mal was. Die Narkobären reichen noch ein bisschen. Die Mejo-Bären. Das ist gut, denn ich muss mal auch wieder welche von meinen Bären essen. So, damit haben wir das. Verzeihung. Okay, das wäscht sich aus dem See raus, das ist kein Problem. Aus dem Fluss. Moment. Und ich hatte das Oh Gott aufgezählt und gesagt, dass ich nicht sicher bin, ob ich sowas sagen sollte. Ja, jetzt habe ich es wieder. Und das andere ist, dass ich keine Ahnung habe, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Weil ich das Monologisieren überhaupt nicht... Ist das ein Wort? Monologisieren? Ich meine, Monolog ist klar. Aber... weil ich das überhaupt nicht gewohnt bin, normalerweise führt man eben ein Gespräch und ja, ist eben im Dialog. Das ist das Gewöhnliche. Und wow, ich habe durch die ganzen Bären ohne das Rennen, also ohne wirkliches Sprinten, habe ich fast zur Hälfte gefüllten Essensbalken. Nicht schlecht. Komm ich da jetzt rechtzeitig hin? Bessere Frage ist wahrscheinlich, komme ich auch irgendwie wieder zurück? Okay, da ich hier wahrscheinlich runter müsste, beantworten wir am besten mal die Frage direkt mit Nein. Deswegen gehe ich lieber zurück. Bevor wir da in Bedrängnis kommen. Und rennen sollte ich nicht. Ich habe mich eben so drüber gefreut, dass der Sättigungsbalken aufgefüllt ist. Dann sollte ich ihn jetzt nicht leer machen. Was wollte ich sagen? Ist auch eine häufig benutzte Formulierung von mir. Heute ist so eine Selbstreflektierfolge. Ist ja auch ganz gut. Ich meine, wenn es möglicherweise eine der letzten Folgen ist, bis es... Oh Gott. Bis das Spiel optimiert ist, dann... Wäre es ja ganz gut, mal sowas wie ein Resümee zu ziehen. Oh Gott. Worte nicht unbedingt deutscher Herkunft, ganz schwieriges Thema. Also
Nicht nur inhaltlich, sondern eben auch in der Aussprache. Naja. Jedenfalls für mich generell, ich habe Probleme mit allem, was nicht deutsch ist. Das bitte jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin kein Nazi. Definitiv nicht. Und da kommt auch kein Aber. Also, es kommt schon ein Aber, Verzeihung. Aber kein Aber in dem Sinne. Aber ich habe ein Problem, alles zu verstehen, was kein Hochdeutsch ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich tue mich einfach ziemlich schwer damit, Akzente zu verstehen. Oder auch andere Sprachen zu lernen. Das heißt, ich habe eine gewisse Sprachschwäche. Wie kam ich da jetzt wieder drauf? Ach Gott. Aber da, gleich sind wir mit dem Tamen durch. Das wird so schön. Habe ich den Sattel bei? Ich müsste. Ich glaube, ich habe den immer bei für den Fall. Ja, da ist er. Na, du musst. Beide, jetzt müssen wir auch gar nicht weggehen. Wir können jetzt einfach den Para weiter anschauen. Oh, was habe ich hier für... Oh, Wunden reingeschlagen. Das ist so grausam. Auch grausam ist, dass der hier seit vielleicht 20 Minuten oder so unter Wasser liegt. Ohne Kiemen. Mit einem riesigen Stein auf dem Kopf. Ich nehme mal den Stein weg. Pass mal auf, jetzt geht der Stein weg. Ich schlage aus Versehen noch mal weiter, trifft den Kopf und töte meinen Paar aus Versehen. Oder setzt zumindest den Zehn-Fortschritt auf 0 zurück. Tada! Tja. Ich glaube, wir wissen jetzt, wer der antike Vorfahre der Faun ist. Paras stecken den Kopf in den Sand, wenn man sie mit Tranquilizer-Pfeilen beschießt. Fackel habe ich gerade angemacht wegen Kälte und so. Die Grafik finde ich übrigens, auch wenn sie anderen wahrscheinlich viel zu gering ist, durchaus schön. Hier, ich meine, wenn ihr euch den Para anguckt, man sieht tatsächlich die Schuppen. Das ist doch schön. Und erklärt auch irgendwie, warum mein Computer das nicht gut hinbekommt. Ich glaube übrigens, wir schaffen das, das mit dem Parazem tatsächlich noch, ohne dass die Folge überzogen wird. Wir sind jetzt bei 27:35. Dazu kommen Intro und Outro. Das sind nochmal um die 20 Sekunden. Ist schneller. Los. Oh, los. Bricht's gerade ab, oder? Ja, okay. Einfach nur ein random FPS-Einbruch. Ist aber auch schön, wenn ein Spiel sowas hat. Hat man immer was, das einen überraschen kann, mal, damit es nicht langweilig wird. Ich denke, jedes Spiel sollte random FPS-Einbrüche mitbringen. Das ist ein Feature, das sie ganz groß auf die Seite schreiben sollten. Ich werde sarkastisch. Das ist nicht gut. Gleich. Vielleicht sollte ich jetzt ganz schnell die Folge beenden, damit die nächste Folge dann die Para-Folge wird. Oder das war jetzt die Zähmung, yay! Gut, erstmal in der Wildnis der Parasauropode Amphibio. Ich habe jetzt das direkt mal versucht zu übersetzen. Das ist vollkommen dämlich. Ist natürlich komplett in einer anderen Sprache. Parasaurolophus Amphibio hat manche der mehr interessanten Anpassungen an der Kreaturen, die ich auf dieser Insel gesehen habe. Wie alle Parasauren hat es sein Signatur-Kopfkamm. Das hier. Wirklich... Dokir? Kenne ich nicht. Wirklich Dokir am Anfang? okay, am Anfang habe ich kein Problem gehabt, den Parasaurus zu erreichen. Wenn er sich erschreckt, dann rennt er aber weg. Und zwar sehr weit, sehr schnell. Diese Spezies der Parasauren scheint...
einen... Moment. Moment. Achso, dieser Parasaurus scheint eine unbewiesene Nutzung für seinen Kamm zu haben. Es benutzt ihn als Schnorchel. So, das hat war eine schwere Geburt. Diese einzigartige Eigenschaft für Parasaurolophus Amphibio ist ihre überraschende Geschwindigkeit zu Wasser. Cool. Das heißt, ich kann damit tatsächlich zu den Inseln schwimmen. Gezähmt. Als eine relativ einfache Kreatur zum Zähmen ist der wahrscheinlich das gewöhnlichste Reittier, das ich auf dieser Insel gesehen habe. Seine Fähigkeit, sehr schnell für lange Intervalle zu rennen, macht es zu einem sehr guten Transportmittel, auch wenn es keine Fähigkeiten hat, sich unter den Reiter zu verteidigen. Mensch, Skinner, nee. Und jetzt habe ich doch überzogen, und zwar lange. Hallo, Para. Hallo. Change Name. First Wish. So. Ist mir jetzt egal, dass es nicht nach einem Namen klingt. Oder nach einem Namen für ein Schiff. Nein, das kann ich nicht machen. Aber Wish einfach so als Namen kann ich hinkriegen, ne? Wish. Wird Wish so geschrieben im Englischen? Ich glaube schon. Verzeiht, ich muss kurz googeln. Wish. Moment. Wisst ihr aber eigentlich? Ich meine, es gibt diese Make-A-Wish Foundation. Ja, das scheint richtig zu sein. Moment. So. Ja, definitiv. So. Und in der nächsten Folge werde ich dann tatsächlich rumreiten. In dieser mache ich das jetzt nicht und leider kann ich das heute auch nicht mehr machen. Ich muss wie gesagt los. Ich hoffe, die Folge hat gefallen, auch wenn sie im Prinzip nur aus komischem Rumgerede während des Bärensammels bestand. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, ihr hinterlasst ein paar Kommentare. Ihr wisst ja, Kommentare, auch wenn sie negativ sind, ist besser als einfach nur ein Dislike dazulassen, mit dem ich nichts anfangen kann. Warum rege ich mich eigentlich gerade so über die auf? Ich hatte mich vorher nicht wirklich dran gestört. Ich meine, sie haben mich ein bisschen beunruhigt, weil ich dachte, oh Gott, der erste Dislike, jetzt kommen bestimmt noch 10 hinterher. Aber war nicht so. Ich meine, so viele Leute gucken sich meine Videos auch gar nicht an. Woher sollten 10 Dislikes kommen? Ich fange schon wieder an, meine Verabschiedung zu verpatzen. Nein, korrigiere. Ich habe meine Verabschiedung verpatzt. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal rumreiten auf Wish. Ja. Lebt wohl!